Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute möchte ich euch mal meine kleinen Schweißgeräte vorstellen, die ich so einsetze für meine verschiedenen Sachen, die ich so gebaut habe, gemacht habe, geschweißt habe in den letzten 15 Jahren. Und ich stelle natürlich die Schweißgeräte auch noch einzeln vor. Wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr Videos als nur eins für ein Gerät, weil die Geräte doch relativ komplex sind und auch eine ganze Menge können. Ja, ihr seht hier schon, die sind meine drei Geräte. Das andere ist hier ein bisschen versteckt. Und ich brauche keine sehr, sehr dicken Sachen schweißen. Das heißt, mir reichen hier maximal 200, 220 Ampere. Und damit kann ich auch alles machen, was ich machen will in meinem Bereich. Die haben natürlich unterschiedliche Einsatzgebiete, die Geräte. Und ich habe auch unterschiedlich lange Erfahrungen damit. Ich gehe mal gleich in die Mitte hier. Das ist ein Lorch HT180 Easy DC. Das habe ich schon, ich glaube, 14 oder 15 Jahre jetzt am Start. Und das hat so lange durchgehalten und ist immer noch 1A und ist ein sehr, sehr tolles WIG-Schweißgerät. Das kann natürlich auch E-Hand, aber es ist natürlich hauptsächlich für WIG angeschafft worden. Und damit kann man quasi fast alles schweißen in dem Bereich, weil es hat ja auch nicht nur Gleichstrom, sondern auch Wechselstrom. Man kann die hauptsächlichen Dinge an dem Gerät einstellen. Das geht alles sehr komfortabel und man hat hier so diese Lorch-Standardanschlüsse, die auch jeder Hersteller liefert, und also jetzt von Brennern, und man kann da alles Mögliche anschließen. Ja, ich arbeite mit einem 26er da dran. Das ist ein relativ großer Brenner, aber damit kann ich alles machen draußen, wenn ich so dicke Sachen, also dickere Sachen schweiße, wie am Boot oder ja, irgendwelche anderen Dinge, die ich vielleicht gerade baue, in Unterstand oder sowas, dann nehme ich einen etwas größeren Brenner dafür. Daneben steht noch ein Lorch, das ist deutlich jünger, das habe ich erst ein halbes Jahr. Das ist ein 220er, und zwar nennt sich das ganz genau mittlerweile, na, das andere hieß ja HT180 ECDC, und das nennt sich jetzt ganz genau T220 ECDC, also die sogenannte T-Reihe, und außerdem hat das Teil auch noch dieses sogenannte Lorch Control Pro. Da gibt es nämlich verschiedene Geräte von, also diese ITC-Steuerung für diese Brenner hat das Ding hier noch drin, denn auf dem Brenner gibt es noch mal, vielleicht seht ihr das so ein bisschen hier leuchtet, gibt es noch mal eine Möglichkeit, alles einzustellen vom Brenner her, also nicht alles, aber eine ganze Menge, sodass ich hier mit dem Brenner auch nicht immer, also muss ich nicht immer zurücklaufen. Deswegen ist das hier auch ein kleinerer, das ist ein 17er. Und der ist dann schon ja, für die ganzen filigranen Sachen sehr, sehr gut geeignet. Hat natürlich das Steuerungskabel hier drin, ist also jetzt nicht total mega dünn. Ganz klar, ist ja normal. Für diese ganz dünnen Sachen nehme ich dann hier von HDB, den kennt ihr vielleicht auch, einen 9er. Aber mit Schalter. Ich mag das mit Schalter. Ne? Hier ist ein Schalter an der Seite dran. Ne? Sonst hätte der nur diesen ganz, ganz dünnen Gummischlauch hier drin. Und nun ist noch ein Kabel mit dabei und so ein klein bisschen Leder hier vorne. Und es lässt sich natürlich mit einem 9er super arbeiten. Und ich kann den Kopf auch schön drehen. Ich kann natürlich nichts programmieren von hier, aber das will ich auch gar nicht. Ich stelle den Brenner auch noch mal einzeln vor. Es gibt ja mittlerweile einen 9, der ist aus Kunststoff, weil sich einige aufgeregt haben über den Alubrenner. Ich finde den Alubrenner ja besser. Wenn man aufpasst, kriegt man auch keine gefeuert. Ja, die drei Brenner benutze ich, also ein 26er, ein 17er und den 9er für die Beingeräte. Das ist alles super damit. Also man arbeitet damit super zusammen mit diesen Geräten. Das ist genau für diese ganzen filigranen Sachen. Natürlich brauche ich Argon dazu, ganz klar. Aber das ist ja beim WIG-Schweißen ganz normal. Beide Geräte können E-Hand. Das Gerät kann deutlich mehr einstellen. Sieht man auch schon hier vorne, sind zwei kleine Sachen. Ich wollte kein Gerät mit einem Display und einem halben Computer da drin, weil ich nicht weiß, wie lange der ganze Quatsch hält. Das Gerät ist quasi genauso aufgebaut, also robust, ne? Hat auch die gleichen Anzeigen drin. Und es ist halt noch nie kaputt gegangen. Und ich habe das auch draußen umhergeschleppt, habe ja mein Boot und solche Sachen, die habe ich alle draußen geschweißt. Und das Gerät hat nichts, ne? Das hat keine Macke, kein gar nichts und steht immer in feuchten Kellern, hat das rumgestanden und überall. Und das ist einfach spitzenmäßig noch. Die Dinger sind natürlich auch sehr, sehr klein und lassen sich sehr einfach hin und her schleppen. Man kann das alles abbauen hier, also das Gedöns für einen Brenner.
Von daher ist das kein Problem. Ich habe kleine Flaschen und ja, kleines Köfferchen noch dazu für einen Druckminderer und das Zeug, was ich so brauche. Ein paar andere Düsen und sowas und ein paar andere Elektroden. Und dann kann man damit super durch die Lande ziehen, passt in jeden Pkw rein und geht hervorragend. Wenn man natürlich am Auto arbeiten will, braucht man ein anderes Gerät. Ne? Da habe ich hier mein Campy. Das Ding nennt sich Minag MIG Evo 200. Das ist ein wirklich schönes Gerät. Ne? Da passt eine größere Spule ja rein, also nicht nur die ganz kleinen. Und man kann die wichtigsten Sachen hier einstellen. Das ganze Ding ist wirklich hochwertig gebaut, muss ich sagen. Hat aber einen großen Nachteil, muss ich ehrlich sagen. Das Schlauchpaket ist hier fest dran. Ne? Das ist natürlich totaler Mist bei so einem kleinen Gerät. Ich weiß auch nicht, was die geritten hat. Aber man kann es umbauen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht umbaubar wäre. Aber das kostet natürlich alles wieder Geld und ist dann natürlich nicht so prickelnd. Ich benutze das also nur fürs Auto. Und ja, damit kann man alles machen. Ist natürlich alles nicht so schön flexibel wie beim Weg, ganz klar. Und plattert auch umher und macht Dreck, aber geht halt nicht anders. Ist aber auch schön klein ansonsten und ein super Gerät. Also ich kann das nur empfehlen. Ich kriege übrigens nichts, keine Werbung. Ich muss das ganz normal kaufen. Ne? So ein Gerät kostet hier, keine Ahnung, das neue kostet irgendwie 5000 Euro. Und das alte hat damals auch irgendwie 4,5 mit dem ganzen Gedöns gekostet. Und das ist gut angelegtes Geld, denn das hält halt ewig. Ja, das ist das Schöne dabei. Und man sieht ja auch, dass das Gehäuse komplett gleich geblieben ist, die Anschlüsse und. Das heißt, das, was gut ist, baut man einfach weiter und ändert nicht. Warum sollte man das tun? Never change a running system. Und das scheint hier bei Lorch der Fall zu sein. Gute deutsche Wertarbeit und damit kann man wirklich super leben. Das ist hier finnische Wertarbeit. Also auch gut, ne? Kann man auch nicht meckern. Und ja, funktioniert auch hervorragend. Und mit dem neuen Lorch kann man natürlich ja, wirklich alles Mögliche machen. Ne? Selbst Punktschweißen, Impulsschweißen, da kann man alles. Ne? Man kann alles mischen und das lässt sich alles über dieses eine Drehrad einstellen und so ein paar Taster. Und das ist natürlich schnell. Ich brauche ja keinen Computer, den ich erst auswendig lernen muss. Und wo ich ja, noch tausende Funktionen habe, die auch wirklich ich überhaupt nicht brauche. Und selbst das hier benutze ich noch nicht mal zu 50%. Es lässt sich aber eben durch diese paar Taster und diesen einen Drehknopf extrem schnell einstellen. Und das ist das, was mich bei der Arbeit interessiert und kein Spielcomputer. Den habe ich oben zu stehen, wenn ich möchte. Den brauche ich auch noch nicht hier unten in der Werkstatt. Okay, das so kurz vorweg, wie gesagt, ich werde die einzelnen Teile extra in Videos vorstellen. Ich werde die einzelnen Brenner, die ich habe, mal vorstellen. Ich glaube, der ist hier ganz interessant, weil der lässt sich dann natürlich schön steuern. Ich habe hier Jobs, die ich wechseln kann und alles so eine Sachen. Das geht relativ schnell. Und ja, da bin ich immer sehr erfreut drüber. Und der ist auch schon klein genug, hat ein dünnes Schlauchpaket. Lässt sich also wunderbar mitarbeiten. Der alte Brenner ist noch in Ordnung, da wundere ich mich immer, der ist ja nur auch schon 14 Jahre alt und hat noch keine Macke, habe ich immer schön drauf aufgepasst, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich schweiße natürlich nicht jeden Tag, logischerweise, ich bin kein hauptberuflicher Schweißer, aber naja, die Geräte müssen natürlich trotzdem halten, ich schleppe die natürlich auch durch die Gegend und die haben auch schon x Umzüge hinter sich, Haus bauen, Wohnungen ausbauen, Dachgeschoss ausbauen, irgendwelche Sachen draußen bauen, immer wieder Unterstände, sonst was. Das machen die natürlich auch alle mit. Und mein ganze andere Gefrickel, was hier immer so rumsteht, das muss natürlich auch gebaut werden. Überall Stahl und ich schweiß halt gerne irgendwelche kleinen Sachen. Ich baue gerade wieder eine andere Geschichte heute noch und dann muss das neue Lorch wieder ran, weil das finde ich wirklich am besten. Ja, das soll's erstmal gewesen sein, eine ganz, ganz kurze Vorstellung der Geräte, die ich benutze, damit ihr wisst, was demnächst auch an detaillierter Vorstellung kommt. Falls ihr mal mit dem Gedanken spielt, vielleicht so ein Ding eventuell euch zuzulegen. Aber wie gesagt, die Dinger sind natürlich relativ teuer. Das Campy, finde ich, ist
gar nicht so teuer für das, was es leistet. Das ist in meinen Augen dann schon eher preiswert, wenn man so will. Ne? Also bei der Qualität ist das gut angelegtes Geld, muss ich ehrlich sagen. Gut, soll erstmal reichen für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Daumen hoch freue ich mich natürlich immer. Kanal abonnieren nicht vergessen, liegt da noch eine ganze Menge bei mir. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.